sind die Hälfte fast gefüllt, sind neu. Ja, also die Regionalstelle Rhein-Main-Neckar ist hier am Expandieren und sich verändern. Wir hatten hier ein Objekt in Aussicht gehabt im Vogelsberg, wo wir ein Ladengeschäft reingemacht hätten. Denn in der jetzigen Zeit ist es besonders sinnvoll, sich zu versorgen mit Lebensmitteln, die man bekommt. Und zwar ungeimpft, ungetestet und undiskriminiert. Und deshalb hatten wir vor, ein Ladengeschäft zu eröffnen, aber die Immobilie ist nicht mehr da. Das heißt, wir suchen jetzt dringend eine Immobilie oder am besten jemand, der ein Ladenlokal hat oder es günstig vermieten würde. Und würden dort ein Masken- und Impf- und testfreies Lebensmittelgeschäft reinsetzen. Einfach als ersten Schritt und das auch als regionalen Anlaufpunkt nehmen. Denn was wir jetzt aufbauen müssen, ist eine, oder sollten, wir müssen ja gar nichts, aber wenn wir ab September, Oktober, November noch impffrei einkaufen wollen, tanken wollen und sonst was machen wollen, dann sollten wir jetzt mal ein paar Strukturen aufbauen. Ganz genau. Genau. Und idealerweise sollten wir auch nicht nur so ein Geschäft haben, sondern ein größeres Objekt, wo 40, 50 Leute wohnen können. Also wo man eine richtige Gemeinschaft machen kann. Wie in Wittenberg? Wie in Wittenberg, ja, so ähnlich. So eine Außenstelle, so eine eigene Stelle, dass man also mit mehreren Menschen auf einem Fleck ist. Und das hat den Vorteil, dass Gemeinschaften werden ja auch von den Corona-Verordnungen in Ruhe gelassen. Die Corona-Verordnungen sind ja nur dazu da, die Leute praktisch zu ärgern, aber auch in eine gewisse Richtung zu drängen. Und die Richtung ist halt, dass man sich in Gemeinschaften wirklich absondert, wie Jesus es damals gesagt hatte, zieht ab aus ihrer Mitte und sondert euch ab, dann will der Herr euch aufnehmen. Also, dass wir wirklich jetzt unsere Lernaufgabe, die wir seit 2000 Jahren hätten lernen sollen, einfach uns selbstständig zu organisieren, dass wir nicht verwaltet und organisiert werden müssen von fremden Interessen, das jetzt umzusetzen in den letzten Monaten. Gut, dass du sagst, weil viele der Zuschauer haben den Schritt gefragt. Die haben gesagt, ja, aber darf ich das überhaupt? Darf ich überhaupt austreten? Also weil die in dieser Firma, in diesem Firmenkonstrukt so stark gefangen sind, dass sie auch in der Firma denken, dass sie glauben, die Straße gehört dieser Firma, dass sie glauben, der Deutschland gehört der Firma, dass die Rechte sind bei der Firma, ihre Rechte haben sie abgegeben. Wir brauchen aber selbstständig bewusste Menschen für den KID. Ja, da kommt keiner und zieht dich rein und sagt, hier, du musst, sondern man muss selbstständig sagen, wie kann ich mich da engagieren, oder? Ja, den Schritt zur Befreiung muss jeder selbst machen. Natürlich gibt es hier gewisse Herrschaften und Macht, die hier ausgeübt wird. Aber wir haben immer noch Rechte als Menschen. Zum Beispiel Wasser gehört allen, der Boden gehört eigentlich auch allen. Also wir haben zumindest gewisse Menschenrechte, ist ja auch schon eine Art Kunstform, aber wir haben als lebendige Wesen auf jeden Fall Rechte, die jenseits irgendwelcher Firmen, Verwaltungen und Ermächtigungsgesetze liegen. Ja. Gut, jetzt kann ich dich da schon was fragen, weil ich habe sehr viele Zuschauer. Das. Also erstmal vielen Dank für die tolle Resonanz. Das Video haben 15.000 und mehr Leute gesehen zum Thema KID. Eine Frage, die immer wieder aufkam, war, was ist, wenn ich jetzt als normaler Mensch auf der Straße bin? Diese Straße hat doch die BRD gebaut, mit meinen Steuergeldern wird das finanziert. Was, wenn ich jetzt ins KID gehe, wer finanziert das denn? Dann bin ich doch eigentlich asozial unterwegs, weil ich nutze was andere finanziert haben. Naja, also die Sachen, die man wirklich überkommunal finanzieren muss, Straßenbau oder Schulen oder Abwasserwesen oder sowas, das kann man auch mit ganz einfachen Einnahmen, wenn eine Gemeinde oder der neue Staat oder eine ganz freie Gemeinde, die muss ja nicht mal ins KID wechseln, eine Gemeinde kann sich auch so unabhängig machen, wenn die eigene Tankstellen hat, dann kann sie vom Tanktourismus schon fast leben und wenn 10.000 Leute in der Gemeinde wohnen und die alle in die eigene Gesundheitskasse zahlen, dann macht die Gemeinde pro Mensch mindestens 100 Euro Überschuss pro Monat. 100 Euro pro Mensch. Ja, also wenn 400 Euro Gesundheitsausgaben sind und, sag ich mal, ein Viertel der Kosten alleine gespart werden könnte durch, sag ich mal, Naturheilverfahren, die wesentlich billiger sind als diese ganzen teuren Verfahren da, technischen Verfahren. Und gesünder, wenn die Naturheilkunde gleichgestellt werden würde, da gab es auch mal vor 10 Jahren eine Petition zu, aber die haben noch 10.000 Leute unterschrieben, aber egal, wir haben ja jetzt noch die Chance, dass die Naturheilkunde gleichzustellen im Rahmen unserer Verfassung. Und dann kann eine Gemeinde bei 10.000 Leuten, wären das dann 1 Million Euro Überschuss pro Monat. Ja, 10.000 mal 100 Euro. Und das würde schon reichen, um die Straßen instand zu halten und für, ja, was man sonst so braucht an Infrastruktur, Schulen, Straßen, sonst was. Und das reicht den ganzen anderen Sachen wie überbordende, übermäßige Verwaltung braucht man nicht. Militärausgaben braucht man auch nicht. Schwarze Kassen und diese komischen, diese komischen Sonderausgaben der Eliten, die brauchen wir auch nicht. Ja. Die Bundesrepublik ist der Verwalter, sag ich mal, von Deutschland, des besetzten Deutschland. Richtig. Und die haben die Aufgabe, das hier in Schuss zu halten, vorzuhalten. Ja, und das heißt, die müssen uns als Menschen hier auch gewähren lassen und die Straßen nutzen lassen. Denn die sind Dienstleister an uns sozusagen eigentlich ja gewesen. Jetzt im Moment werden sie ein bisschen crazy, ne? Aber ist halt so. Also da haben wir eigentlich keine Probleme. Und so viele Straßen und so viel Verkehr braucht man auch nicht. Denn ein neues System
das hat auch eine ganz andere Arbeits- und Lebenswelt. Man braucht vielleicht viel weniger zu arbeiten, ist auch weniger mobil. Vielleicht braucht auch nicht jeder Mensch ein Auto, sondern teilt sich eins zu mehreren oder ja, so. 90% der Fahrten sind ja mit einer Person drin, da gibt es Erhebungen. Ja. Also wir könnten eigentlich Sammeltaxis oder Fahrgemeinschaften gründen, dass viel nachhaltiger wäre. Ja, das kommt auch im alten System, da wird auch die individuelle Mobilität abgeschafft, aber dann musst du in elektronische Autos einsteigen, die dich ins Gefängnis fahren, wenn du falschen Satz sagst. Und in unserem System, da werden wir einfach viel, viel weniger, also Verkehr, Handy, Computer, viele Leute wollen auch weg vom Smartphone und vom Computer, ich finde es auch nicht toll, aber ich bin halt schneller damit, die Sachen jetzt zu entwickeln, die entwickelt werden müssen. Und so viele Sachen brauchen wir gar nicht mehr, wenn wir ein natürliches Leben führen, in Gemeinschaften zu 100, 200.000 Leuten oder in kleinen Gemeinden. Und dass man sich Sachen teilt, wie Kinderbetreuung oder so. Dass man so neue Häuser für eine Familie gemeinsam errichtet. Ah gut, da sind mir wieder zwei Fragen gekommen. Also viele der Zuschauer haben gefragt, wie ist es denn? Also KID, kann ich mal den Zettel kurz sehen? Ja. Also man ist dann Staatszugehöriger und dann ist man quasi, kann man auch Staatsangehöriger werden. Ja. Ist dann im KID befreit von allen Corona-Maßnahmen, muss keine Maske anhaben, muss nicht impfen lassen. Aber die Kinder gehen auch auf eine ganz normale Schule. Was ist jetzt mit meinen Kindern? Wie kriegen die raus? Wie kriege ich aus dem Zwang da raus? Also die Staatszugehörigkeit kann jeder ausfüllen und mit einer Passkopie und einem Lichtbild abschicken. Dann ist man da registriert im Königreich. Und es ist das Ziel, wenn wir 80.000 Leute haben, die das machen, dann hat das KID schon mal innerhalb der BRD noch mal einen anderen rechtlichen Status. Dann ist es eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die auch eigene Gesetze und sowas machen kann. Da kommt noch ein Zaun gehopst, ist okay, ist erlaubt, ja. Gut, was wollte ich sagen? Genau, also das... Körperschaft, also... Ja. Also ja, das führt dann vielleicht ins Detail. Zumindest je mehr von diesen Zetteln, wir haben jetzt auch einen energetischen Akt, geht auf die Homepage, füllt die Staatszugehörigkeit aus, werdet Staatszugehörige vom Königreich. Es wird demnächst auch so, dass man dann 50 Euro umtauscht in E-Mark, also in unser eigenes Zahlungsmittel und mit freiem Geld. Da ist auch viel mehr Lebensstandard möglich. Ja? Also da man braucht vielleicht nur noch 4 Stunden pro Woche, pro Tag zu arbeiten oder so und hat den gleichen Lebensstandard, weil im jetzigen System wird 80% der Werte werden abgeschöpft und so. Steuern sind ja dazu da, um Verhalten zu steuern. Ja. Aber ich verzettel mich in 3 Bereiche. Nein, sehr gut, alles sehr gut, du hast wieder zu was geführt. Viele sagen, die sind jetzt im alten Job. Also genau, wegen den Kindern wollten wir gleich noch machen. Aber wir kamen noch eine andere Frage. Und viele haben jetzt gesagt, ich bin jetzt noch in meinem Job. Ich kann ins KID, aber ich kriege ja trotzdem noch meine monatlichen Abrechnungen. Und das, solange mein Unternehmen nicht im KID ist, dann müssen sie auch weiterhin Steuern zahlen etc. Das ist ja ganz logisch. Ja, also man lebt auch in der BRD. Wenn man eine Staatszugehörigkeitserklärung hat, muss man seinen Personalausweis oder Pass nicht abgeben. Ja, man ist weiterhin in der BRD mit allen Rechten und Pflichten. Man muss auch, in Anführungszeichen, sich an diesen Maskenschrott halten und an GEZ und so. Also man wird auch nicht geärgert und es wird auch kein KID-Unternehmen geärgert. Also weder als Staatszugehöriger noch als Staatsangehöriger. Ihr geht damit kein Risiko ein, irgendwelche Gefahren einzugehen, wenn ihr die Staatszugehörigkeit macht. Ihr könnt euch dann natürlich im nächsten Schritt aus der BRD abmelden. Ja? Aber natürlich bedingt es, dass wir uns vom Euro lösen und die E-Mark nutzen, also das eigene Zahlungsmittel vom Königreich, weil der Euro, für den Euro kann man vielleicht bald nur noch, den kann man vielleicht bald nur noch als Geimpfter oder Getesteter sinnhaft verwenden oder was immer nach dem Euro kommt. Da gibt es ja so Fantasien wie Grundeinkommen oder digitales Geld oder so. Auch dieses Gesara halte ich für sehr zweifelhaft, weil das ist auch eine dann von der zentralen Stelle ausgegebenes Geld. Ja? Sondern es geht darum, dass der Staat richtiges gedecktes Geld ausgibt, das in Sachwerten gedeckt ist, die Mehrwerte produzieren. Also eine E-Mark wird ausgegeben, wenn ein Mehrwert dafür produziert wird. Und zum Beispiel in... Genau, wie wird zum Beispiel das Bildungswesen finanziert? Oder wie kann ich jetzt als Mensch, es gibt viele Zuschauer, die sagen, ja, ich will da raus, ich finde das super. Jetzt habe ich schon meine Tochter, die geht in die Schule. Wie wird die Tochter oder wie wird sie im KID aufgefangen oder empfangen? Wie werden die Kinder da, wie wird denn mit den Kindern umgegangen? Man sagt ja, eine Gesellschaft wird darauf bewertet, wie mit den Ältesten und den Jüngsten umgeht. Zu den Ältesten kommen wir gleich, weil viele haben auch gefragt, wie es mit der Rente. Aber erstmal zu den Kindern. Also im KID ist es dann so, wenn man eine Gemeinschaft mit 40, 50 oder 100 oder 200 Leuten hat, dann wird es auch Kindergarten und Schule geben. Also auch eine Schule, die ganz anders läuft, nach den eigenen Maßstäben. Dann mit den jetzigen Abschlüssen wirst du halt ab Herbst oder Winter diesen Jahres wohl auch keinen Beruf mehr ohne Impfung oder Maske ausüben können. Also das wir brauchen ganz... Hast recht. Also eine Gemeinschaft, eine gute Gemeinschaft kümmert sich natürlich auch um die Kinder, wie früher auch ganz die Naturvölker. Ganz kurz, aber wie ist es jetzt zum Beispiel? Jetzt schaut einer das Video und sagt, ich mache das, wie hole ich jetzt mein Kind aus der Schule, jetzt, wo ist die Gemeinschaft? Oder wie ist es dann, Homeschooling, gibt es schon eine Organisation? Oder gibt es zumindest eine Telegram-Gruppe, die sich damit befasst, wo dann Homeschooling besprochen wird oder Lehrpläne erstellt werden oder irgendwas? Also ideal wäre es natürlich, wenn mehrere Menschen an einem Ort sich zusammentun und die Kinder gemeinsam an eine KID-Schule dann ehrenamtlich auf die Beine stellen. Und wenn der Staat mehr Gelder hat dann und auch Flächen von der Fläche her größer ist und von den Mitteln her größer ist, dann kann da auch
auch eigene Schulen in größeren Gemeinschaften finanzieren. Also wieder die Leute, dafür ist gesorgt. Die Leute sind auch wieder gefragt, dass sie selbst eine Zulauf kommen und das eigenverantwortlich aufbauen. Das heißt, solche Strukturen schaffen. Aber ich glaube, es gibt sogar eine KRD-Gruppe, die sich schon damit befasst. Ja, es gibt eine Telegram-Gruppe, die heißt KRD Freie Schulen. Genau. Oder Elterninitiative Kindergarten hieß sie früher. Das ist eine Telegram-Gruppe, da kann man sich zu dem Thema austauschen. Das würde ich hier unten jetzt verlinken, ja, da könnt ihr mal dann reinschauen. Ja. Es gibt auch, die Eltern stehen auf und so, und es gibt ja im jetzigen System, wenn du dein Kind nicht testen lassen willst oder so, anscheinend auch schon Möglichkeiten, es rauszuholen aus dem Schulsystem, ja, oder es Homeschooling permanent zu machen. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber es gibt diese Telegram-Gruppen, Eltern stehen auf und so weiter. Okay. Da wird das dann auch beschrieben. Super. Vielleicht. Gut. Oder man kann seine Kinder auch, selbst wenn man in Deutschland gemeldet ist, kann man sie in Österreich anmelden unter bestimmten Bedingungen. Also da gab es auch mal Tipps zu, kenne ich mich nicht genau aus. Ah, gut. Und okay, da ist Homeschooling erlaubt. Also da müsst ihr euch einfach informieren, einfach den Wunsch aussprechen an die Schöpfung, ich möchte wissen, wie das geht, und dann wird es da Lösungen geben, und vielleicht können wir die auch dann, kann jemand die als Kommentar unter diesem Video die Lösung sehr auch gut, posten. Ja, okay, ich bin da kein Experte drin. Okay, zum Thema Alte. Viele haben gefragt, ey, ich bin jetzt im Job, ich zahle in die Rentenkasse ein. Was passiert mit meiner Rente? Also die BRD ist weiterhin zuständig für die Rente. Ja, die BRD hat Rentenverpflichtung gegenüber einem und muss diese auch auszahlen. Ja, so hat das der Peter auch gesagt, ja. Also das auch heißt, wenn man, wir müssen uns vorstellen, ich jetzt, wenn ich ins KRD gehe, heißt es wie, als würde ich nach Frankreich auswandern. Genau. Die BRD muss die BRD muss aber trotzdem noch mein Gehalt überweisen. Genau. Meine Rente muss überweisen. Die Rente überweisen, wie nach Mallorca oder in die Schweiz. Genau. Es ist einfach nur, dass ich so viele Fragen. Ja. Übrigens, wenn ihr immer so denkt, Leute, was wäre, wenn ich jetzt in Frankreich wäre? Zum Beispiel fragen mich, ja, was im KRD, darf ich dann auf der Straße ohne Maske rumlaufen? Da fragt euch, wenn ihr französischer Nationalbürger seid und kommt nach Deutschland, was passiert dann auf der Straße, wenn ihr ohne Maske rumläuft? So müsst ihr überdenken. Ihr habt einfach nur einen anderen Pass, aber ihr müsst euch natürlich immer. Ja, also wenn wir eine ganze Gemeinde und eine ganze Straße oder so ins KRD wechselt, dann kann man da auch ohne Maske rumlaufen oder in einem KRD. Wir wollen ja, es ist wichtig, jetzt Lebensmittelgeschäfte aufzumachen, dass man da einkaufen kann, zum Beispiel unverpackt Läden mit Getreide oder vielleicht auch irgendwelchen Lebensmittelsachen. Also ich werde auch Solaranhänger für Fahrräder machen, dass man unabhängig ist von Benzinversorgung, nur für den Fall das, ja, oder eine Ergänzung hat. Ja. Ich ich bin dabei, den ersten Anhänger zusammenzuschrauben, und dann mache ich ein YouTube-Video und dann gucke ich mal. Geil, machen wir zusammen. Ja, machen wir gerne. Ja, kannst du mich wieder interviewen. Dann lade ich dich ein in meine kleine, bescheidene Hütte, und dann zeige ich dir die Solaranhänger. Und die kann dann jeder nachbauen. Also, dass man das ist auch Ziel, Lastenräder dann zu haben, wo man also Lasten transportieren kann und das mit Solarzellen aufgeladen wird. Aber es ist natürlich eine Solarzelle, ein großes Solarmodul, das muss vielleicht dann mal ein oder zwei Tage extra laden, bevor das Rad dann wieder für den Tag aufgeladen wird. Ich sehe schon, du bist der Experte. Ja, Fakt das ist, können wir mal. Ihr könnt, wenn ihr jetzt in KRD wollt, müsst ihr eigenverantwortlich sein. Ihr müsst endlich euch von diesem Irrglauben wegkommen. Da gibt es eine verwaltende Struktur, der ihr gehorchen müsst. Zum Beispiel, darf ich das überhaupt? Viele fragen mich immer, darf ich das überhaupt? Sag ich, hallo, du nimmst dir das Recht. Es geht ja nicht darum, was du darfst. Wenn du BRD fragen willst, oder viele sagen ja auch, ich muss erstmal meinen Anwalt fragen, oder ich muss meinen Steuerberater darüber reden. Ich sage, Leute, ihr seid Kunde bei diesen Leuten. Ihr entscheidet, wo ihr eure Energie reingibt, was ihr damit macht. Wenn ihr es nicht machen wollt, werden die euch natürlich davon abhalten. Die sagen, ey, das darfst du nicht, ey, glaubt mir, die wollen euch abzocken, ja? Die versuchen euch gefangen zu halten. Ihr müsst entscheiden. Wir können euch nur einladen. Die Tür des Käfigs ist offen. Genau, jeder Mensch hat die Wahl. Jeder Mensch ist jetzt gefragt, eigenverantwortlich zu entscheiden, wie weit er sich kompromittieren will. Also ich trage auch Maske. Ich wasche die vorher noch mit Chlorlösung raus. Also falls er tatsächlich diese schwarzen... Nee, mit so Reinigungsmittel. Dann Chlorex heißt das. Damit bleiche ich die. Muss man aber vorsichtig sein, weil es kann weiße Flecken auf den Klamotten verursachen. Kannst auch CDL nehmen und Pfefferminz. CDL schon eine Maske. Intern, genau. Ja, und Pfefferminzen, Tropfen ätherisches Pfefferminzöl in die Maske rein. Voll kleiner Tipp, Also wenn es tatsächlich so sein sollte, dass da so schwarze Kohlenstoff-Nanobots drin sind, dann würden die damit auch ausgeblichen, also das wird die praktisch vernichten. Und man könnte eine Maske auch dann natürlich nochmal gründlich auswaschen, dann könnte man eine Maske auch in die Mikrowelle tun, oder wenn da tatsächlich irgendwelche, also ich glaube nicht, dass in der Maske diese komischen Chips drin sind. Also aber die müssen sagen, die dunkle Seite, also hat auch die alternativen Medien sind auch von der dunklen Seite infiltriert. Ja, und die senden so viele Angstnachrichten da rein, dass ihr denkt, oh mein Gott, die Welt ist so schlimm, da ist es gar nicht so. Es wird in der Mitte irgendwo liegen, die Masken sind auf keinen Fall gesund, aber du stirbst doch nicht, wenn sie einmal auffassen, wird dann auf einmal ein Monster werden und deine DNA verändert sich. So schnell geht es nicht. Ich weiß nur, ich werde mich nicht testen lassen. Also ich werde, außer vielleicht, wenn ich gezwungen werde, wenn mein Bein halb abfällt und ich ins Krankenhaus muss und mich dann testen lassen. Aber ich kreiere, dass die Situation nicht eintritt. Aber sonst werde ich auf jeden Fall von beiden testen. Und selbst wenn ich mich testen würde, wird es überhaupt nichts passieren. Die könnten meine Impfung in mein Herz geben und ich würde einfach überleben. Ja, das ist auch eine Einstellungssache. Ja, es geht um mein Immunsystem. Glaubt, ich habe Angst vor der Impfung. Was wir alles für Giftstoffe haben, Leute, habt diese Angst nicht. Die Angst ist das, wovon sich die Kreaturen ernähren. Deswegen auch in der alternativen medialen Seite gibt es so viel Angst, mach rein, Leute, komm
kommt meine neue Kraft? Ja, das interessiert doch überhaupt niemanden. Ja. Geht nur den Schritt, also ich habe jetzt einen Schritt getan, ich brauche keine Angst mehr. Ich habe jetzt die Zukunft für meine Kinder, für meine Familie, für meine Gesellschaft und für meine Gemeinde abgesondert. Ist es ein Schritt raus, wie er schon sagt? Mhm. Was sagt Jesus so schön? Zieht euch ab aus ihrer Mitte und sondert euch ab, dann will der Herr euch aufnehmen. Ja, ganz genau. Ihr fallt in die Arme Gottes, genau, Leute. Ihr fallt in die Arme Gottes. Zu netten, verständnisvollen Menschen, mit dem ihr alles reden kann. Und ihr dürft eine neue Struktur aufbauen. Für mich als Avantgarde, als Pionier, ist es doch genial, ein Gebiet zu haben, das noch gar nicht so erforscht ist, wo ich mich mit einbringen kann, wo das Schulwesen, die ganzen Organe, der Staatsorgan noch geformt werden müssen. Ist doch viel schöner, als in ein fertiges System zu kommen, wie Kinder. Wir sind wie Kinder. Die Mama ist da, hat schon alles geredet, das System ist ja da, Mittelsteuer und Rente. Ja, hallo Leute, es geht aber darum, dass ihr euch selbst mal verwirklicht in ein System. Das ist eine Gnade, sowas erleben zu dürfen. Danke dir nochmal an dieser Stelle. Gerne. Gnade. Gnade, ja. Das ist eine spannendste Zeit, hier auf dieser Erde zu sein, ja. Also ich will mir diese Impfung nicht geben lassen. Das ist meine persönliche Sache, weil ich glaube, das wird einen, könnte einen genetisch verändern. Bei das kann man vielleicht auch noch zurückdrehen oder immun sein, aber ich entscheide das dagegen. Ja, kann doch. Ist klar. Und das ist die spannendste Zeit, weil es geht jetzt wirklich darum, eine Wirtschaft aufzubauen, die uns vollkommen unabhängig macht von den Angeboten des alten Systems, ja, und zwar jetzt möglichst schnell, dass wir unabhängig leben können, eigene Lebensmittel kriegen, mit Bauern reden können, die Bauern praktisch zuliefern können, unsere Lebensmittelläden. Wir können damit E-Mark zahlen, dass wir unabhängig vom Euro und dieser folgenden digitalen bargeldlosen Nachfolgeüberwachungswährung werden. Unabhängig werden und wir können auch Kryptowährungen sogar auch nutzen, ja, und zwar auch innerhalb von Unterzugehörigen steuerfrei. Das geht auch. Also könnt ihr, einer von 10 Bauern wird vielleicht sagen, die sehen auch in Kryptowährungen vielleicht eine Anlagemöglichkeit oder eine, wenn der Euro inflationiert, eine Sicherheit. Ist es natürlich im Endeffekt nicht, denn wenn Kryptowährungen verboten werden würden im alten System, in allen Staaten außer dem Königreich, dann würden die auch natürlich wieder enorm im Wert sinken. Ja, aber wir haben, man kann zum Beispiel die Kryptowährung Tron nehmen, das ist eine recht kleine, recht stabile und schnelle, ja, und Kryptowährung, wo die Überweisung fast nichts kostet, ja, und da kann man auch eigene Tokens drauf machen, aber das muss man sehen, man darf kein privates Geld ausgeben im Königreich, das ist dem Staat vorbehalten, aber man kann Gutscheine ausgeben, die, das werde ich auch machen, die 1:1 hinterlegt sind mit E-Mark. Ja, also praktisch nur eine andere Form der E-Mark sind und die immer mit staatlicher E-Mark hinterlegt sind. Also man kann Kryptowährungen eintauschen in E-Mark und dann davon, dass die E-Mark in diese Kryptowährung eintauschen oder man kann auch generell sich mit Kryptowährungen bezahlen und bezahlen lassen. Das ist für viele auch eine Brücke, gerade weil auch die Leute, die den Euro nicht mehr nutzen wollen oder nicht mehr nutzen können, weil die Banken sie diskriminieren oder pfänden oder sonst was. Man kann zum Beispiel dann sagen, ich bezahle dich mit Tron oder dann kann man den Bauern in der Kryptowährung bezahlen oder den Lieferanten, wenn jemand Einzelteile hat in China oder die bei Alibaba kauft, da sind viele Hersteller und Lieferanten gerade in Asien bereit, sich auch in Kryptos bezahlen zu lassen. Die kann man dann auch selbst annehmen und so und da mache ich auch noch gerne mal Schulungs Videos drüber. Und das ist also eine Brücke zwischen E-Mark und dem Euro, ja, dass man von diesen Banken, von der Kontrolle noch der Banken. Noch eine Frage ist mir gekommen, sehr, sehr gut. Und zwar, viele haben mich gefragt, also ihr habt jetzt einige Bereiche schon abgedeckt. Währung ist ein Bereich, den eine Gesellschaft braucht, Bildungssystem, haben wir schon angesprochen, ist ganz wichtig. Politik, wie kann ich mich engagieren, wenn ich jetzt sage, hey, ich finde das mit KD so super, ich will quasi Politiker im KD werden. Wie läuft das? Politiker im KAD, also im KAD ist eigentlich die kleinste Einheit eine Gemeinde, ja, und eine Gemeinde ist eigentlich deckungsgleich mit einer BRD-Gemeinde, also wie viele Einwohner, also 10.000, 20.000 Einwohner oder so, und da kann der Bürgermeister viel machen, da kann auch ins KAD wechseln. Im Moment haben wir im KAD keine Gemeinden, sondern nur Gemeinschaften, wie wir hier, die Regionalstelle Rhein-Main ist jetzt angewachsen auf 70 Leute, glaube ich, zumindest in Telegram. Gruppe, immerhin. Ja. Aber die Sachsen sind auch im Aufholen und die Ulmer sind auch nicht. Gut, ja, sehr gut. Dortmund auch noch stark. Und die anderen. Gut, also es gibt ja im Königreich Deutschland, es gibt die Bundeslandgruppen, also es gibt der Bereich heißt KAD Staatsstrukturen, kann man in Telegram suchen. Ich hier auch drunter verlinken? Das ist die Übersicht der Gruppen. Okay. Also es heißt Übersicht der Gruppen, aber das Kürzel ist @Staatsstrukturen oder KAD Staatsstrukturen. Und da findet man viele Gruppen, thematische und regionale Gruppen, die für alle zugänglich sind. Ja? Man ist dann zugehöriger für die Dauer der Nutzung der Gruppe, aber man muss noch nicht so ein Formular ausgefüllt haben, auch wenn das auch keine große Hürde sein sollte. Und da gibt es auch diese Elterninitiative Schulengruppe und da gibt es auch die Bundeslandgruppen, in die kann man reingehen und dann kann man sich fragen, wer ist aus meiner Region, wer ist aus meiner Stadt und dann können die Leute sich da auch selbst in eigenen Telegram-Gruppen oder Regionalgruppen selbst organisieren. Leute, macht eigene Gruppen auf. Ja? Also es gibt 9 Regionalstellen, die sind jetzt ein bisschen komplexer organisiert wie hier in Rhein-Main. Und dann gibt's aber auch, jeder kann einen Regionaltreff aufmachen, also eine selbstorganisierte Gruppe vor Ort, wo ihr dann online oder am besten real euch zusammensetzt und übers Königreich
euch austauscht. Und wenn ihr Infos braucht oder Unterstützung braucht, dann helfen wir euch gerne oder halt im Chat rumfragen, wer da helfen kann, wer mit Infos geben kann. Also es geht darum, wirklich Leute, dass ihr euch vor Ort organisiert im Königreich und da einfach, weil das ist juristisch durchgefochten, das ist einfach wasserdicht, die Verfassung ist nicht unterwanderbar, es ist nichts Altes, es ist was komplett Neues. Ja. Es ist den Naturgesetzen entsprechend und es ist euer Sprungbrett in die nächste Zivilisation, in die Aufbruchszivilisation statt in den Abstieg. Ja? Wenn die Leute halt dann wenn der Euro zusammenbricht, kriegen sie ein digitales Geld angeboten und das man unter bestimmten Bedingungen nur nutzen kann. Da, die Produktion wird verstaatlicht, jeder wird halt enteignet und jeder kriegt dann sein Guthaben ausgeschüttet, aber nur wenn er staatsgefällig Handlungen unternimmt und das ist natürlich krass. Ja. Das und dann ist, krass. Und dann ist der Freiwille weg und dann ist die Schöpfungsziel weg und dann wird diese Zivilisation langsam untergehen und dann wird es immer weitere Einschränkungen geben und ja. Und du glaubst, das KRD ist in der gleichen Zeit, also da ist diese eine Zeitlinie und da die andere, glaubst du, das wird so koexistieren oder stellst du dir das vor? Es wird weiterhin koexistieren, also im Moment ist es ja, es spaltet sich ja immer mehr. Man sieht ja auch schon teilweise leider auch in der eigenen Familie die Spaltung. Ja, meine Mutter impfen lassen. Meine Eltern auch, ja. Weißt du, aber das ist dann Wahl. Ich muss sie lassen und sie lassen mich. Ja, genau, jeder wie er mag. Ja. Und dann ist es halt so, also die Spaltung zwischen der, sag ich mal, dieser absteigenden Welt und dieser aufsteigenden Welt, die ist ja in vollem Gange. Das wird auch so weitergehen. Jetzt ist erstmal die Herausforderung, dass wir uns wirtschaftlich spalten. Also jede politische Änderung, wie damals, bevor die DDR zur Bundesrepublik beigetreten ist, gab es eine Wirtschafts- und Währungsreform. Mhm. Ja. Also jede Reform beginnt mit einer Wirtschafts- und Währungsreform. Und die hat er durchgekämpft. Er hat von der BaFin, er ist das einzige Konto, wo die BaFin keinen Zugriff hat. Ist es das einzige Konto auf der Welt, wo die BaFin keinen Zugriff hat? Dieses Konto bei der Königlichen Reichsbank, das ich da habe? Er nutzt verschiedene Euro-Konten, wo die BaFin keinen oder wenig Zugriff drauf hat, aber er hat selbst keine eigene Bank, also keine eigene IBAN-Nummer und so. Okay, und die Königliche Reichsbank aber quasi? Die Reichsbank ist eine Institution, aber die gezwungenermaßen notgedrungen den Euro nutzt, auch wenn das eigentlich gegen die Verfassung wäre, weil das ein privates Zahlungsmittel ist, aber weil die meisten das zu 99% noch nutzen, nutzen wir auch noch den Euro. Und deshalb ist auch das Ziel, denke ich, für mich, über Kryptowährungen zum Beispiel vom Euro loszukommen. Okay. Aber er hat ja keine Bank, er sucht noch nach Leuten oder dass Leute die Rechnung direkt überweisen oder so für ihn, dass man das halt irgendwie dieses Monopol der Banken halt umgehen kann. Richtig. Weil die haben ja, die haben das ja alles voll unter Kontrolle. Ganz genau. Und da geht es darum, ein neuer Markt. Jede neue Kultur beginnt mit einem eigenen Markt. Ja. Den gibt es ja schon, den Kadari-Markt. Den Kadari-Markt, ja, das ist Kauf das Richtige, kadari.net, glaube ich. Da kann man dann mit E-Mark einkaufen auch. So wie eBay quasi, müssen wir vorstellen, oder Amazon. Ihr könnt jetzt mal hingehen, gebt mal Kadari ein, ich werde es hier drunter verlinken. Genau. Sind spannende Sachen, sind freie Energietechnologien da, sind aber auch Fahrräder. Das sind ganz normale, übliche Dinge, die im Haushalt. Ja. Ich habe sogar Zeolit angeboten, also ihr könnt auch gerne über Kadari-Markt kaufen. Kann man dann nur mit der E-Mark zahlen oder auch mit Euro? Da kann man nur mit der E-Mark zahlen, das ist nur dafür da. Und diese Fahrräder würde ich vielleicht auch nur in E-Mark und in Kryptos anbieten sogar, aber das ist ein eigenes Thema, das kommt noch. Nur seid halt gespannt. Ja, Genau. Also so oder so, es wird in Richtung Kryptowährung gehen. Ja. Und ihr müsst euch entscheiden, auf welche Seite ihr gehen wollt. Und das ist immer die Frage, die Leute sagen. Hey, ihr habt Zweifel, kann ich verstehen, aber wo ist denn, wo ist die Perspektive für euch in der BRD? Wo ist da die Perspektive? Ja. Vertraut ihr Angela Merkel oder vertraut diesem politischen System eher als im KRD? Oder lohnt es sich auch schon, wenn euer Herz oder ein Gefühl sagt, ich glaube, ich sollte mal hier langsam raus, lohnt sich den Schritt zu wagen, weil ihr habt nicht so viel zu verlieren? Das ist die Frage, die ich mir mal stelle. Weil auf der einen Seite wissen wir, wie viel, also mit den Steuern wird die Milchwirtschaft unterstützt, ja, das heißt Kleinbauern in der ganzen Welt sterben aus, weil wir unsere Milchprodukte so günstig machen, unser Fleisch, dass wir es auf den anderen Märkten anbieten können. Sowas sind, sage ich mal, stille Prozesse, die immer laufen, marktwirtschaftliche Verschlingungen, in denen wir drin sind. Wir sind Komplizen dessen, wenn wir weiter in der BRD bleiben. Das möchte ich euch mal klar machen. Ich habe darüber mehrere Bücher geschrieben, ja, drei davon sind schon veröffentlicht, könnt ihr euch gerne anschauen, die Weltgesundheitsformel. Da ist das alles beschrieben, wie die globale Marktwirtschaft dazu führt, dass am anderen Ende der Welt wegen einfachen Handlungen, die ihr macht in dieser BRD, einfach zerstörerische Auswirkungen haben. Ja. Ein Flügelschlag, oder wie jetzt mit dem Schmetterling? Ja, Flügelschlag des Schmetterlings am einen Ende der Welt kam dann ein Tornado raus. Und so ist es leider. So, genau. Leute, die ganze Klimakatastrophen hat auch mit unserer Wirtschaftlichkeit zu tun. Ja, genau. Ist in sich schlüssig. Also die E-Mark ist ja keine Kryptowährung im klassischen Sinne, sondern ein elektronisches Geld, ja, was auch nicht gehackt wurde, wo auch die BaFin nichts geklaut hat. Die Konten sind nach wie vor da, ja, da haben die nicht Zugriff. Kein Zugriff drauf. Nee, die haben da keinen Zugriff drauf. Und sie wird natürlich ergänzt durch ein Bargeld. Also wir machen Bargeldanschaffung, nicht Bargeldabschaffung. Das wird dann die neue deutsche Mark sein, ja. Und dann ist, also die, wir waren ja bei der Frage, wie sich die Zivilisationen auseinanderentwickeln, ja. Es wird dann ab irgendwann
auch keinen Austausch mehr geben können zwischen den Leuten, die dieses Geld haben. Noch kann man sagen, kaufst du für mich im Masken-Supermarkt ein, ich gebe dir dann den anderthalbfachen Preis dafür oder so. Aber irgendwann werden die vielleicht negativ bewertet und kriegen dann, wie in China, dieses Social Scoring-System, negative Punkte, wenn sie jemanden von uns unterstützen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen ganz unabhängig werden. Genau, und das fängt jetzt an. Jetzt ist diese wirtschaftliche Unabhängigkeit und dann ist es so, dann ja, werden sich die Welten irgendwie auseinanderentwickeln. Also sei es, dass die einen wegsterben, ja, die Corona-Glaubenden denken ja, wir sterben weg, wenn wir uns nicht impfen lassen. Das Risiko bin ich auch bereit in Kauf zu nehmen. Und dann gibt es andere Leute, die denken, dass die, die sich impfen lassen, irgendwann schneller sterben werden und so. Dann weiß ich nicht, also dann sehen die einen die anderen nicht mehr, irgendwann die interagieren nicht mehr. Wenn man sich wirklich genetisch verändern sollte, dann entwickelt man sich ja auch in eine ganz andere, weiß ich, Dimensionen, nein, irgendwie muss die Spaltung dieser Dimensionen, also wer träumt oder so weiß es vielleicht, da gibt's mehrere Ebenen, ja, und so, und wenn sich diese Welt hier spaltet in zwei verschiedene Welten, ich weiß auch nicht ganz, wie das doch, du stattfinden schon soll, richtig. Aber das sind so, du merkst einfach, du hast gar keinen Kontakt mehr zu diesen Menschen. Die Schritte, die ich jetzt sehe, und ich lade euch alle ein, schließt euch unserem System an, ihr könnt ihr das machen, Staatszugehörigkeit ausfüllen, ja. Euro gegen E-Mark tauschen, Euro anlegen auf der königlichen, es ist ja wirklich nur ein DIN A4-Blatt, Leute, also auf der Reichsbank oder Gemeinwohlkasse. Ja, also viele sagen, ey, was muss ich da alles für Angaben machen? Erstmal reicht es doch, so eine Staatszugehörigkeit erstmal auszufüllen und hinzuschütten. Ja, legt euer Geld auf der Gemeinwohlkasse, könnt ihr anlegen, und keine Anlageberatung, das ist jetzt Satire. Also alles jetzt für die Allgemeine, was ich sage, ist Satire, ja. Und ich bin ja böser Reichsbürger und die mir glauben würden, können wir glauben, aber das ist ja jedem. Gut. Viele haben auch gefragt, ja, mit den Reichsbürgern oder mit dem gelben Ausweis, kannst du da nochmal scheiden, die Unterscheidung zwischen Königreich Deutschland und der Sache, weißt du, mit dem Gesetzestext auf die. Okay, also viele, die als Reichsbürger bezeichnet werden in den Medien, das ist ja auch so ein Kunstbegriff, das sind halt, damit werden halt Leute bezeichnet, die sich das alte Kaiserreich zurückwünschen von 1871, was an sich eigentlich auch eine für die damalige Zeit recht gute Verfassung hatte, wo Sklaverei verboten war, wo sie auch 1% Steuern hatten, wo die ganzen hübschen Gebäude hier gebaut wurden in Deutschland, die nachher zerbombt wurden. Es war also nicht so schlimm, es hatte natürlich auch Tücken, es hatte auch eine private Zentralbank, ist deshalb auch zersetzt worden. Mhm. Also es hätte nie die Kriege gegeben, wenn das hier alles im Sinne der Natur gewesen wäre. Das heißt, die Leute, die jetzt ein Wort zurück wollen, wollen ein System, das aber auch an sich jetzt zerstört werden würde, weil die Zentralbanken sowieso das abgetan. Das Kaiserreich regelt das Geldsystem nicht, ja, nicht mal das Buchgeld, nicht mal Kryptowährung, da wird gar nichts geregelt und da wäre ein privates oder ein digitales oder von der künstlichen Intelligenz gelenktes Zentralbankgeld nicht verboten. Das müsste man natürlich erstmal, es gibt ja Leute, die stellen sich so vor, da gibt es die Cheftruppen, die sind da, die will ich auch nicht verleugnen, die können sicher auch irgendwie uns schützen. Ja? Aber es wird hier nun niemand einen Putsch durchführen. Es gibt Leute, die denken, hier kommt ein Militärputsch und dann wird das umgestaltet und unter Besatzung ein, zwei Monate das umgestrickt, eine neue Verwaltung positiv im Sinne der Leute gemacht. Selbst wenn es so käme, wäre das Risiko da, dass es doch nicht positiv ist, sondern dass da wieder was Totalitäres aufgebaut wird. Das muss vom Menschen von innen kommen. Ja. Die Leute erwarten immer, da kommt ein Donald Trump oder irgendwer rettet mich. Ja. Aber es wird alles. Das ist eine Story, ja. Das ist eine Story. Ja, das ist eine Story, ja. Also es ist was dran an den Sachen, auch dass mit den Menschenopfern und sowas aufgedeckt wird, da ist garantiert was dran. Aber man sollte diese gefolterten Kinder mal zur Sprache kommen lassen. Dann wäre die Glaubwürdigkeit. Ich habe die gesehen. Ja, okay. Also das stimmt leider. Da ist sicher auch was dran, aber es ist nicht die Geschichte, dass wir uns zurücklehnen sollen und nachher. Nein. Genau. Also es geht darum, in die Eigenverantwortung. Viele sagen immer, darf ich darauf? Ist es überhaupt? Leute, nehmt euch mal die eigene. Ja, das ist das Thema hinter Menschsein. Lest die Verfassung. Vielleicht du hast jetzt nicht dabei, gibt es ja auch online, kann man lesen. Lest euch mal die Verfassung durch, damit ihr mal wisst, das sind eigentlich die Rechte, die ihr habt. Das sind die Rechte, die ihr habt hier als deutscher Bürger auf dem deutschen Boden. Dieser Boden gehört nicht dieser Firma, sondern die Firma hat es durch dieses Subsidiaritätsprinzip jeder Gemeinde freigesprochen, sich selbst zu verwalten. Und das hat der Peter gemacht. Er hat eine Verfassung geschrieben. Er war der Erste, der es gemacht hat, oder? Ja, es haben noch andere Leute vielleicht Verfassung geschrieben. Es gibt ja noch die verfassungsgebende Versammlung oder andere Leute. Aber Peter hat das halt wirklich im Rahmen der Naturgesetze gemacht und auch wirklich wasserdicht gemacht und so, dass ich dem auch glaube, dass das stimmt und dass das okay ist. Ich habe es gelesen, es war alles sehr schlüssig. Ist schlüssig, ja. Und das soll auch nicht unterwanderbar sein, ja. Weil es halt den Naturgesetzen entspricht. Ja, und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen drin hat. Der König wird also gewählt und bei Fehlverhalten wieder abgewählt. Nicht so wie jetzt eine Regierung wird gewählt und ist 4 oder 5 Jahre im Amt. Ja. Das ist anders da halt. Ja. Also es ist wirklich menschenfreundlich ausgestaltet. Richtig. Und auch die ganzen alten Corona-Maßnahmen wie Abmahnvereine und Naturdiskriminierung und das gibt's alles nicht mehr. Das denken ja viele Leute auch, das ist normal und so, aber es ist einfach eine viel bessere Welt möglich und ein viel besseres Leben möglich auch. Auch wenn es am Anfang schwierig wird, wenn wir uns jetzt in den eigenen Wirtschaftskreislauf einkoppeln. Ja, aber es wird so oder so schwierig, weil die einen denken ja, ey, soll ich den Schritt wagen? Leute, wenn ihr auf der anderen Seite weitergeht, wird es ganz übel werden. Und da habt ihr keine Perspektive. Erzähl mir bitte die Perspektive in der BRD, erzählen Sie mir eine gute Perspektive. Wie kommen wir da wieder raus?
Wahrscheinlich gar nicht. Eben. Also wenn die das mit uns machen können, dann werden sie weiter so machen. Ich sehe nichts, ja. Nee, also da würde ich mich, selbst wenn es nicht so sein sollte, wie wir jetzt denken, dann haben wir ja nichts Schlechtes getan, indem wir halt einen neuen, unabhängigen, maskenfreien Schön. Supermarkt gemacht haben oder Elektrofahrräder rausgebracht haben oder Kryptowährungen gehandelt haben. Wir haben, ach, wir gehen ja nie, wir schaden ja niemanden. Richtig. Ja, genau. Fantastisch. Und also haben wir da nichts Verwerfliches. Gut. Also, allenfalls alle Fragen beantwortet, die mir so in den letzten Wochen gestellt wurden. Wir werden öfter solche Vereine, solche Sitzungen hier organisieren. Mhm. Darunter in der Telegram-Gruppe wird das alles diskutiert werden. Da kriegt ihr alle Hintergrundinformationen in diesen Telegram-Gruppen. Ja. Und da werde ich über das nächste Treffen auf dem Laufenden halten. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar kurze Schnitte, weil wir werden jetzt hier eine Fragerunde machen. Vielleicht interessante Fragen oder Ideen, die noch aufkommen. Die würde ich dann jetzt noch reinschreiben. Danke für eure Interesse und dass ihr dabei seid. Und unterschreibt einfach diesen Zettel, Leute. Es ist so einfach. Es könnte so einfach sein. Der Schritt in die Freiheit ist diese einfache Zettel. Genau, Staatszugehörigkeitserklärung. Das ist das, es gibt andere Mikrostaaten, da kostet eine Aufnahme 2000 Euro oder so und da gibt es schon viel mehr Mitmacher, weiß ich nicht, die kann anscheinend bessere Vermarkter, aber wir vermarkten ja nichts. Eben, es gibt dafür, wie gesagt, Lieberland, der französische Präsident sagt, oh, ich komme in mein Land, hier ist es so toll. Nee. Er hat es einfach nicht nötig. Die Strukturen sind da, ihr seht, es ist alles organisiert, es wächst gerade, wir brauchen eure Unterstützung und es wäre schön, wenn ihr dabei seid. Und es wäre schön, wenn ihr Geld anlegt in der Gemeinwohlkasse und dann kann das Königreich nämlich wirklich damit wirtschaften und nicht die klassischen Banken. Ja. Habe ich gemacht. Das wäre wär wunderbar, dann können wir auch wachsen. Wir brauchen nur ein paar Millionen, wir brauchen 3 Millionen Euro, damit wir eigene Kraftfahrzeuge haben, also Kennzeichen, also Autos, wo wir mit eigenen Kennzeichen rumfahren können. 3 Millionen müssen dafür in dieser Kasse sein. Ja, oder ihr findet eine Rückversicherung, eine inländische oder ausländische oder Direktversicherung, die die Kennzeichen vom, die Autos vom Königreich absichern will. Ja. Ah, noch eine Frage zum Schluss. Wie ist es mit Reisepass? Viele sagen, ja, jetzt mit der Identitätskarte, die du gezeigt hast, David, mit der kann ich noch nicht reisen. Wie ist es mit dem Reisepass? Er wurde ja ein paar Mal festgehalten, einmal 4 Stunden an irgendeiner Grenze und sie haben ihn untersucht, aber wie muss man sich das in den nächsten Jahren vorstellen? Kommt der bald, dieser Reisepass? Also der Reisepass wird ja noch nicht ausgegeben, einfach weil viele Zöllner und Grenzer noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und das wäre halt unverantwortlich, genau wie mit dem Führerschein, den halt dann an alle Leute auszugeben. Man kann weiterhin den BAD-Reisepass haben im Moment, außer man macht es konsequent und gibt alle Dokumente ab, was ich jetzt nicht mache. Aber man kann auch mit dem BAD-Reisepass vielleicht bald nicht mehr reisen. Ja, oder? Wenn die hier diese Sperren da zwischen den Bundesländern und ihre komischen Lockdown-Maßnahmen weitermachen sollten. Ja, das kann tatsächlich sein. Also ihr seht, Leute, auf der anderen Seite seid ihr auch nicht sicher. Wir bewegen uns hier immer in Sicherheit. Ja. Aber ihr seid in Sicherheit auf einen absteigenden Ast. Ja, das ist klar. Alles klar. So, ein abschließendes Wort noch, sonst würde ich das Video langsam beenden. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Es war wieder sehr viel Information, Leute, sehr viel Input. Am besten schaut euch das Video nochmal an. Oder macht's langsamer, reflektiert das Ganze mal, schaut euch die anderen Videos zu dem Thema an. Jedes Mal was Neues. Genau, jedes Mal was Neues und wir werden euch auch wieder auf den neuesten Stand halten. Danke dir, Jens. Okay, schönes Video gewesen. Gerne. Alles klar. Danke an die Gemeinschaft, dass ihr zugehört habt. Einen großen Applaus für alle. Ja! Ja. Okay. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel Juice entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarotliege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzgrotten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.